Tag und willkommen zum siebten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80 Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Ja, dann willkommen zurück. Wir sind wieder hier mit Kingdom 80s Summer of Greed. Und wir sind immer noch im Level 2. Wir spielen immer noch auf schwer. Das ist auch sehr schwer. Und ja, sind hier, nachdem wir einen durchaus beachtlichen Angriff erlitten haben, da ist das nächste Tor. Wir haben unseren Angriffsroboter in der Nähe. Und das bedeutet, glaube ich, ganz gute Chancen. Glaube ich, gut was weggemetert. Es wird eine Reaktion erfolgen, nehme ich an. Ich hoffe nicht auf dieser Seite. Aber wir werden es erleben. Sie uns doch wirklich zumindest die Tonne kaputt geschossen. Die gute Tonne. Nun aber. Thank you.
So, dann haben wir hier die Halfpipe. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, wofür die gut ist. Ah, doch, ich erinnere mich doch. Und hier ist schon die nächste, das nächste Tor. Aber bevor wir dieses Tor auch nur im Entferntesten adressieren können. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht reicht. Genau. Dann können wir ein Skateboard jetzt als Fahrzeug verwenden. Der Vorteil ist, dass wir uns etwas schneller fortbewegen können, weil wir quasi mit Anlauf arbeiten. Und das doch ein bisschen flinker ist als auf dem Fahrrad, wollte ich sagen. Auf dem Fahrrad. Jetzt haben wir hier mehrere gute Verteidigungsebenen. So dass man hoffen könnte, dass das jetzt für uns hier ein bisschen hält. Müsste aber trotzdem, glaube ich, mal noch ein paar mehr Hilfskräfte engagieren. Ich habe den Eindruck, auf dieser Seite zumindest sind nicht so viele Bogenschützen, wie man vielleicht denken könnte, dass man braucht. Außerdem müssen wir hier eine neue Tonne bauen. Haben wir ja auch selbst kaputt gemacht. Auch wieder eine neue bauen. Sieht es hier aus? Scheinbar ganz gut. Nein, scheinbar nicht. Uns ja hier schon wieder weggemäht hat. Und das denn? Das ist doch nicht schön. Das Tor hatten wir hier tatsächlich noch zerstört. Aber hier ist schon wieder ein weiteres. Also wir brauchen hier noch einen Angriff. Ich würde aber dazu neigen, erstmal nach links vorzudringen. Hier kaputt gemacht. Eines der stärksten Verteidigungsoptionen. Und die haben das einfach kaputt gemacht. Das ist ja nicht zu fassen.
Gut. Dann nehmen wir mal wieder uns an. Das sieht doch alles gut aus. Dann bereiten wir uns mal auf einen Angriff vor. Wie gesagt, auch hier wieder, Geld ist nicht das unmittelbare Problem. Im Gegenteil, haben wir jetzt sehr viel mehr, habe ich gedacht. Gut befestigt. Ist halb gewonnen. Man kann leider diese Baugeschwindigkeit auch nicht erhöhen. Es wird ja auch immer längere Baugeschwindigkeit, je höher man den die Verteidigungsbarrikade machen möchte. Und das hält einen dann doch davon ab, das einfach sehr schnell zu machen. So ein bisschen wie bei SimCity oder so, wo man dann doch nicht, trotzdem man alle Ressourcen und Geld und alles zur Verfügung hat, sich doch immer wieder in der Situation findet, dass man nicht so richtig dahin kommt. So, wieder ein Problem gelöst. Frage ist, ob jetzt hier direkt im Anschluss wieder ein Tor ist. Ja, ist es. Dann könnte es... Naja gut, wir haben es ja schon mal erlebt. Viel schlimmer kann es nicht sein.
Naja, vielleicht kann es doch viel schlimmer sein. War doch ein ganz schöner Gegenangriff. Stärker als ich befürchtet hatte. Aber wir haben es geschafft. Müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen Bogenschützen nachlegen. Schon wieder unsicher, ob das Tag oder ob das Nacht ist. Sieht nach Nacht aus. Aber die laufen alle, als wäre es tagsüber. Es ist manchmal sehr desorientierend. Thank you.
So, jetzt ist aber Nacht. Und jetzt laufen sie auch in Sicherheit. Das ist richtig so. So soll das sein. Gerade so. Es war schon wieder sehr knapp. Würde ich schon noch sehen wollen, dass sie hier die Mandel wieder aufbauen. Und wenn sie die aufgebaut haben, dann würde ich noch die höchste Stufe dazu schalten. Und dann würden wir aber wieder nach links uns eine neue Tonne greifen. Und dann nach links weiter erobern. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube tatsächlich, die Brücke ist rechts. Aber es ist natürlich auch schon hilfreich, wenn man weiß, dass aus einer Richtung nichts mehr kommen kann. Man sollte das zumindest nicht unterschätzen. Genauso wie man auch nicht unterschätzen sollte, dass es sinnvoll sein kann, auch hin und wieder mal in die mittleren Mauern, also die Mauern quasi eher zum zur Basis hin zu verstärken. Weil wie gesagt, das kann so schnell gehen, dass man hier auf die Nuss kriegt, dass man das gar nicht auf dem Schirm hat. So, einmal hier, dann wieder unseren Nachwuchs engagieren. Dann lassen wir mal, einmal sammeln wir ein bisschen Geld ein und dann lassen wir mal, denke ich, auch genau. Ach so, unseren Roboter haben sie ja auch kaputt geschossen. Dann kommen wir ja gar nicht drum rum, dann brauchen wir ja den. So, dann haben wir ja hier jetzt alles wieder aufgerüstet, würde ich sagen. Können wir die Nacht nutzen, um vielleicht zu gucken, ob wir da hinten nochmal ein bisschen Geld einsammeln und auch dann doch nochmal unsere Einsatzkräfte verstärken. Aber hier ist gerade niemand. Hier ist Geld, aber... Ja gut, wenn das so ist, dann würde ich denken, grabben wir uns jetzt da die Mülltonne. Ja.
Also erstmal gibt es ein Gatorade, dann gibt es die Mülltonne. Und dann begeben wir uns nach links. Wie gesagt, wir müssen auch immer ein bisschen langsamer sein mit der Mülltonne. Es ist, beziehungsweise der Typ mit der Mülltonne ist immer etwas langsamer, sodass wir ja auch gar nicht jetzt so schnell rüber huseln könnten, wie wir das üblicherweise jetzt machen können. Mit dem Skateboard sind wir ja sehr schnell, aber der Typ halt nicht. Dass wir dann doch spätestens hier wieder abwarten müssen. Okay, hier wieder die höchste Mauer, oder nicht die höchste Mauer, aber die stärkste Mauer. Und ich wäre geneigt, das jetzt auch erstmal so zu lassen. Wir nehmen uns jetzt hier einfach das nächste Tor vor. Jetzt die Frage, haben wir hier noch was zu befürchten von links? Entsteht der Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Mal nicht.
gucken wir doch nochmal hier. Ah, tatsächlich. Hier ist die Brücke. I see. Ich überlege gerade, ich dachte eigentlich, die Level sind nicht... Und ich glaube, diese Brücke jetzt runter zu kurbeln, bedeutet, dass dann immer mehr Wellen, Angriffswellen kommen, wenn ich mich nicht recht erinnere, an das erste Mal. Und das bedeutet wiederum, dass sie sehr viel, dass man sehr viel Arbeit hat.
So, dann versuchen wir es doch auf dieser Seite nochmal. Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Aber ein Blick auf die Uhr verrät uns auch wieder, dass wir wieder eine Folge geschafft haben. Von daher glaube ich, dass wir diesen Angriff, der ja auch gleich noch ein Blutmond wird, also es wird sehr viel Action gleich, in die nächste Episode verschieben. Das bedeutet, genau, noch eine Runde und dann mal gucken, ob wir dann tatsächlich im nächsten Versuch schon diese Brücke nehmen können. Denn wenn wir die Brücke haben, dann haben wir es ja für dieses Level. Von daher, wir sehen es, wir sehen, wie es ausgeht beim nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!